Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in unserem RP. Reforming alles Menschen mit Reality. Ja, mit dem Volker. Ah, Jürgen. So, ey, was? Guck mal da hinten. Was denn da? Dreh dich um. Oha. Hopfen. Das heißt, bald gibt's ein bisschen Bier. Vielleicht. Schick. Den Jura. Probier mal hier so ein Kügelchen. Oh, riecht aber gut, ey. Mhm. Schick. Du, mal rüber hier wieder. Der Frontlader und so steht beim Händler bereit für den Masai. Mhm. Kannst du ja abholen. Jo, mach ich. Und dann weiß ja noch, zum Kartonwerk. Kartonwerk, mach ich. Zellulosefabrik. Jo. Gut. Pachtwald ist übrigens eingetragen, ne? Ah, gut. Was kriegst du noch? 9700. Jo, überweise ich dir sofort. Bevor ich es wieder vergesse. 9,7. Ja. Adresse Spesen. Danke. Denk dran, musst du nicht versteuern. Kannst du absetzen. Gut, dann mal gute Fahrt, ne? Bis später. Jo. Tschö. Warum geht das Fahrzeug nicht hin? Warum geht mein Trecker nicht an? Volker Varuna, hallo. Hallo Herr Varuna. Moment mal kurz. Ja, alles gut. Jürgen? Ja? Du, guck mal kurz nach dem Johnny, der springt nicht an. Muss aber kurz ans Telefon, ja? Jo. Danke, tschö. Tschö. So, jetzt. Entschuldigung. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihre Gerätschaften eingetroffen sind. Jupp, der Herr Racex kommt vorbei und holt sie ab. Achso, sonst hätte ich ihn's gebracht. Aber wenn Sie das schon organisiert haben, ist er perfekt. Jupp. Ja, die müssen nämlich nicht zum Hof. Okay, ich muss auflegen, hab ein Problem mit meinem Johnny. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Jupp. Rechnung schicken Sie einfach mit. Ja, habe ich Ihnen, glaube ich, schon geschickt. Ah, die kommt dann die Tage E-Mail. Per Post an. Okay, passt. Ja, okay. Tschüss. Alter, jetzt geht die Maschine nicht. Mal gucken, ob ich den da drüben ankriege. Geht an. Lol. Warum geht der da drüben nicht an? Ah, er hat ihn angekriegt. Wer hat denn das gemacht? Wer hat denn das gemacht? Tja. Was war? Du hast noch hinten den Hacker ausgewählt und die Schlüssel war nicht richtig drin. Haben sich die 300 Euro schon mal gelohnt. Danke. Kein Ding. Tschö. Tschüssi. Halt. Falscher Gang drin, ey. Gut. Wir spielen seit heute auf... Volker? Ja... Klapp mal dein Rohr hinten ein. So? Jo. Wart. Danke. Tschö. Tschö. Wir spielen seit heute auf der 1.3, die ihr natürlich auch auf Modhoster und Forbidden Mods downloaden könnt. Nicht so schnell hier. Wir hoffen,
die Map gefällt euch weiterhin so gut. Es kam überall, so wie hier auch, Deko hinzu. Deko Gras, Deko Büsche und ein bisschen Bug Report natürlich. GC-Veränderungen zum Teil, glaube ich, minimal. Ein, zwei neue Produktionen. Alles Mögliche. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass euch die Map weiterhin so gut gefällt. Das würde uns freuen. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das ganze Zeug hier unterbringe, weil so viel Platz habe ich hier nicht. Acker, Anhänger. Jetzt, achso, gut. Geht natürlich nicht. So, jetzt gucke ich gerade mal, ob das hier passt. Ja, müsste eigentlich passen, wenn ich da genau dran fahre. Oh, perfekt. Kann ich den mal ausklappen? Jetzt angegangen. Okay, laufen tut er. Check, check, check. Gut, dann muss ich jetzt mal noch den Harvester holen. Den Transportergeräte habe ich ja schon abbezahlt. Das läuft ja über die Rechnung vom anderen. Ah nee, das muss ich. Oder habe ich das dem Jürgen bezahlt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß, dass ich nur die Pacht bezahlt habe jetzt erstmal. Muss ich dann nochmal nachfragen. Patrick Blaubeer, mal was? Ah, hallo Herr Blaubeer, sind Sie auch mal wieder da? Ja, aber nur telefondienstlich. Ah, okay. Ich wollte mal fragen, wie denn Ihr Interesse an Karton- und Bretterpaletten besteht. Also Leerpaletten.
Wie gesagt, ich war jetzt längere Zeit auf Fortbildung. Ja, ich dachte, Sie reden vielleicht manchmal mit Ihrem Bruder oder haben Sie Streit? Ich bin, nee, nicht wirklich, aber ich habe momentan privatlich auch noch andere Probleme. Von daher, ich bin heute erst wieder mal so richtig im Lande. Ja, können Sie sich ja nachher besprechen und mir dann Rückmeldung geben. Werde ich machen. Würde Ihnen auch einen kleinen Rabatt einräumen. Von Gerade. wie viel? Ah, 10% kriegt man auf jeden Fall hin. Sparen Sie sich im Grunde schon mal die Steuer. Von Karton und Paletten war das. Jupp. Na, dann sprechen noch einmal mit Björn Jupp, machen Sie das. und werden uns dann bei dir melden. Gut, supi. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. Gut, Holzkohle haben wir auch wieder 8 Paletten. Das ist gut. Da rufe ich doch gleich mal in der Gemeinde an. Warte ich noch ein bisschen. Ist gerade besetzt. Man kann ich den da anhängen, aber eigentlich glaube ich es nicht. Warum fährt denn der, wenn ich lenk? Vielleicht auf den Tempomat gekommen. Ich wollte jetzt eigentlich hier eine Rundumleuchte. Soll ich zumindest einen Warnblinker anmachen? Nicht, dass die Pollende plötzlich hier steht. Ist das eigentlich Vollgas hier oder Halbgas? Ne, Vollgas, 23 km/h. Ja, moin. Komme ich hoffentlich heute noch an. So, da kann ich auf jeden Fall mal wieder ordentlich Hackschnitzel machen. Ich bin auch immer überlegen, ob ich mir die irgendwo auf den Hof einen Teil kippen soll. Oder am Sägewerk oben. Oder warte mal. Hallo? Jo, Jürgen, du, ich bin's. Ich wollte mal fragen, ob du irgendwas hallentechnisch hast für Hackschnitzel. Hallentechnisch für Hackschnitzel. Ja, irgendwas, wo ich die einlagern kann. Nö. Hast du Platz, dass ich welche bei dir lagern kann? Bei mir ist alles so zugebaut. Weißt du, dass ich die Ja. da irgendwie auf den Boden kippt, Folie drüber oder Platz so. genug habe ich. Ja, das wäre schick. Wie viel Weil, hast du? boah, ich denke so zwei Ladungen, zwei Anhängerladungen oder so. 100.000 oder was da, was das sind. Ja, gemeint. Gut. Ich bin gerade dabei, mit dem Harvester zum Wald zu fahren. Sehr spannend. Ja, pass auf, dass die Polizei nicht kommt. Warum? Ich habe einen Warnblinker an. Und? Ja, du meinst, dass sie wieder sagen, ich hätte kein Nummernschild dran oder was?
Kann das sein? Ja, ich hoffe auch, dass sie nicht kommen. Ich bin gleich da. Jo, fahr gleich auf dem Feldweg. Und jetzt kommen dann. Ey, weißt du, was das gut am Bauhof ist? Was? Du kannst trotzdem durch Baustellen fahren und die als Abkürzung nutzen. Hast du den Masai schon da? Ja, der steht schon da. Subi. Gut. Ah, Leerpaletten müsst ihr auch da. Die Leerpaletten hast du nicht mitgenommen. Jep. Fällt mir gerade ein. Ich guck gleich nochmal und. Ist nirge los. Alter. Wenn ich schon die Baustelle hier zuhöre, krieg ich schon Anfall. Warte mal, ich guck mal kurz in die App rein. Ja, sonst komme ich nochmal runter. Ja, das wäre schön. Trotzdem muss ich in die App gucken, dass ich weiß, wie viel du abholen musst. Bum, 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 bum. Paletten. Nee, Quatsch. Was habe ich gesagt? Karton. Gehen 24.000. Kann aber sein, dass ich erst nächste Woche runtergekommen. Ist das okay? Warum nächste Woche? Ich hab viel zu tun. Morgen ist okay, aber nächste Woche ist zu spät. Warum? Ja, da steht die Produktion leer. Welche Produktion? Die Kartonproduktion. Auf die Paletten. Alter, hat der gerade irgendwie Dünnschiss oder was bei dem los? Naja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht besinnt er sich noch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.